So, in der Kelle der Brauerei war hier nicht auch sogar eine Truhekiste, die verschlossen war, wo ich einen Schlüssel brauchte? Hallöchen. Entschuldigt, aber ich kann euch jetzt nicht besonders helfen. Ich trauere. Wieso das denn? Ihr kommt zur falschen Zeit. Ich habe gerade jemanden verloren, der mir sehr nahe stand. Hier schön für dich. Guck mal, ich kann zaubern. Ich lasse Geld vor deinen Augen verschwinden. Hier war doch eine, oder? Ihr seht aus, als könntet ihr ein Getränk vertragen. Wie wäre es mit einem günstigen Met? Ja, ich habe ja immer noch. Ich verkaufe den besten Met der Stadt zu einem Er will günstigen mich nur Preis. daran erinnern, dass in Interessiert? Weißlauf immer noch ein gewisser jemand auf mich Hey, wartet, schaut der mich mit nicht mir so trinken an. möchte. Wer seid ihr, dass ihr über mich urteilen wollt? Was haben wir denn? 125? Das kann ich wenigstens verkaufen. Und das kann ich eigentlich auch verkaufen. Wisst ihr, was ihn Darin mir gesagt hat? Wenn ich noch einmal zu spät komme, versetzt er mir gleich einen Tritt. Die. In your face! Na, geht's dir wieder besser, wo der Würfel weg ist? Ihr habt Fragen? Sie will nicht mit mir reden! Leute sind so gemein. So gemein. Ja, Mr. Drache. Aber kümmern wir uns erstmal um Iva Stadt weiter. Wir müssen ja auch die ganze Stadt erkunden, auch wenn es eher ein kleines Dörfchen ist. Herr Schreier! Wow. Da packt Chicken aber ihre Hex aus. Da ist einer gelandet. Wieso hat's? Muss ich das verstehen, wieso er Geld dabei hat? Ich hinterfrage es mal nicht. Welche arme Seele bist du? Wo gehen wir denn Was zuerst? gibt's denn? Ich will mich hier nur ein bisschen umgucken. Was soll der Verdacht? Gimmicks Haus. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Soll ich dir mal einen Pfeil in den Hintern schießen? Wie er sich da vorstellt! Nach dem Motto, ey du kommst hier nicht rein, Chicken. Diese Wachen heutzutage, ne? Ekelhaft. Widerwärtig. So, was haben wir denn hier so Schönes? Hühnereier. Die sind immer schön. Die nehme ich gerne mit. Den Käse nehme ich nicht so gerne mit. Erstens, weil wegen Chirogorath und zweitens wiegt er 2. Wieso ist Käse so schwer? Ich verstehe das nicht. Das nehme ich aber mit. Und das da oben auch. Immer wieder gern geschehen, mein Packer. Vielleicht kann ich immer irgendwie da was zusammen zaubern. Ein paar tausend Salzstücke habe ich ja noch. Woher bloß? Woher bloß? Das Erwachen der Nord. Dann erwach du mal. Dann erwach du mal. Über was erwachst du denn? Nicht, dass mich das wirklich interessiert, aber hey. Irgendwas mit Göttern. Und Torvik? Nee, Torik. Ja, der ist tot. Warte. Ja. Irgendeine Geschichte mit Torik und Ulfric und Torik jetzt tot ist und der Talmo und bla bla bla.
Hey, guck mal, ich habe noch einen Bär erledigt. Das geht schnell. Gut. Oblivion-Krise. Ja, das muss ich nicht vorlesen. Das haben wir ja alles selber miterlebt in meinem Oblivion-LP. Ja, Oblivion, das waren Zeiten. Damals, wo man noch in First Person reiten konnte. Und jetzt noch Third Person. Da oben ist das Hügelgrab. Da hinten steht Giesel. Da drin sind Kartoffeln. Pfeil zeigt da rein, oder? Ja. Ihr müsst hier noch ein bisschen mehr mit anpacken. Ich helfe, wie euch, die immer nur herumschleichen. Was soll ich denn noch tun? Ich weiß, dass ihr diese Stadt verlassen wollt, aber solange ihr euch unter unserem Dach aufhaltet, müsst ihr ein bisschen mehr mit anpacken. Sie ist nicht unter eurem Dach. Ja, Mutter. Sie sind unter freiem Himmel. Hast recht. Pilger oder nicht, an eurer Stelle würde ich unser kleines Kaff so schnell wie möglich hinter mir lassen. Warum denn? Ihr müsst ein Pilger auf dem Weg nach Hochrodgar sein. Das ist der einzige Grund, hierher zu kommen. Ach wirklich? Was kannst du mir denn überhaupt über Hochrodgar erzählen? Es ist furchterregend, unter ihrem Kloster zu leben. Sieht man das sogar von manchmal hier unten? Manchmal könnte ich schwören, seltsame Geräusche von dort oben zu hören. Es klingt wie Donner, aber ohne Regen. Was haltet ihr davon? Natürlich. Welche Richtung liegt es überhaupt? Das auch. Direkt da oben, ne? Irgendwo da oben. Irgendwo da oben. Irgendwo da. Was machst du da, Kuh? Gegen die Wand scheißen? Kuh! Aber du bist nicht so wie die Kuh in Weißlauf, ne? Gehackbankt. Du bist eher so eine Spider-Man-Kuh. Wieso liegt hier eigentlich ein Stück Käse auf dem Boden? Das gibt es ja nicht mehr auf dem Boden. Sag mir nicht, die sind alle reingegangen. Doch sind sie. Habt ihr euch verlaufen? Vielleicht. Wenn ihr euch je zur Ruhe setzen und Kinder haben wollt, denkt gut darüber nach, bevor ihr solltet hier lieber keinen Ärger machen. Ich mach doch keinen Ärger. Na, euch geschickt. Vilandrias Löffel. Astrid! Ihr müsst hier noch ein bisschen mehr mit anpacken. Hat Mara euch geschickt? Ja, hat sie. Aber solange ihr euch unter unserem Dach aufhaltet, müsst ihr ein Was bedrückt dich denn, mein Kind? Meine Eltern verhalten sich unmöglich. Bassianus möchte mich heiraten. Und ich glaube, ich liebe ihn. Aber dann will er nach Rifthorn umziehen. Und das will mein Vater nicht zulassen. Ihm ist nur seine blöde Stadt wichtig. Aber mit Bassianus bin ich so glücklich wie noch nie zuvor. Meine Mutter ist mir auch keine Hilfe. Ich werde mit meinen Eltern reden. Oh, ich danke euch von Herzen. Es ist wunderbar, jemanden zu haben, der einen versteht. Ja, folge nur deinen Gefühlen. Habt ihr eine Idee, wie ich meiner Tochter die Flausen austreiben kann? Pilger oder nicht, an eurer Stelle würde ich unser kleines Kaff so schnell wie möglich hinter mir lassen. Habt ihr schon mit einem Pilger Eltern auf dem Weg nach Hochrodgar sein? Du sitzt daneben! Natürlich habe ich noch nicht gesprochen. Lasst uns mal ein wenig über eure Tochter reden. Meine Güte, wahrscheinlich geht es um die Männer. Wir alle hätten gerne ihre Probleme. Erzählt es meinem Mann nicht, aber ich habe keine Probleme mit Bassianus. Auch wenn es bedeutet, dass sie Ivarstadt verlässt. Ich möchte, dass Fastrid glücklich ist. Wenn sie sich einfach aus der Stadt schleichen würden, könnte ich das meinem Mann beibringen. Gute Idee. Warum sollten sie gehen? Bassianus hat immer noch große Angst vor Joftor. Wissen das. Wenn er wüsste, dass ich ihn davon abhalten würde, den armen Jungen zu verfolgen, ginge er ohne nachzudenken mit Fastrid nach Rifthorn. Sagt ihm, dass ich auf sie aufpasse. Ich möchte nur, dass meine Tochter glücklich ist. Alles klar. Natürlich, geht. Dann machen das auch. Weil deine Tochter oder dein Mann gegangen sind, aber... Ich muss mich hier doch ein bisschen weiter umgucken.
Ich glaube, ich kriege die 10 zusammen, ohne hier jemals einen Bären in der Nähe getötet zu haben. Lockerfleisch. Liegt auch so viel. Aber hey, was soll's. Komm ich? Das andere Ei komme ich natürlich nicht dran. Ja. So. Much better. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Immer nur diese Äpfel. Mr. Fati rum. Da vorne. Wenn ihr ja, euch hier zur so. Ruhe setzen und Kinder haben wollt, denkt gut darüber nach, bevor ihr es tut. Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Ja, lass uns über deine Tochter reden. Ich weiß schon, um was es geht. Sie glaubt, in Bassianus verliebt zu sein und will die Stadt verlassen. Mit ihm. Mit ihm? Lasst mich euch erzählen, wie ich die Dinge sehe. Bis vor ein paar Monaten war sie Feuer und Flamme für Klimek. Sie sprach den ganzen Tag von ihm. Wenn ich das Gefühl hätte, dass sie Bassianus wirklich lieben würde, wäre es etwas anderes. Aber sie ist noch ein Kind. Das geht vorbei. Warum seid ihr so versessen darauf, sie zum Bleiben zu bewegen? Seht euch um. Es bleibt sonst nicht mehr viel. Die Stadt hatte mal eine ansehnliche Größe. Aber seit einiger Zeit ziehen alle Leute nach Rifton. Ja, wegen der Liebesgilde. Wenn alle jungen Leute gehen, was geschieht dann mit Ivarstadt? Meint ihr, sie kommt darüber hinweg? Ihr wisst doch, wie Kinder sind. Jeden Monat will sie etwas Neues. Und wie immer hat der Knabe absolut kein Rückgrat. Jemand muss ihn überzeugen. Mit einem kleinen Anstoß wäre alles einfacher. Bassianus oder Klimek? Das ist die große Frage. Verschwindet einfach so schnell, ihr könnt aus der Stadt. Reden? Hier gibt es nichts. Ja, das ist eine sehr gute Frage, mit wem ich rede. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrock gar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Wieso denn? Erwarten die Graubärter nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Ja, sie warten auf mich. Ich wünschte, ich könnte öfter liefern. Aber auf der Straße wird es zu gefährlich. Wieso denn? Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Vielleicht. Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Was kannst du mir denn über Hochrotka erzählen? Ich war schon oft im Kloster. Hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Als Meister des Turm können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Nicht, dass sie das vorhätten. Mhm. Sie scheinen friedfertig, aber ich würde sie nicht provozieren. Und was für eine Lieferung bringst du so nach Hochrotka? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Die sind wohl die Gamer! Und als Gegenleistung? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Ich könnte ja helfen. Ich bin ja sowieso auf dem Weg nach Hochrotka. Wirklich? Ja. Das wäre nett von euch. Ich bin auf die Nettheit in Person. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Gibt es etwas, worauf ich beim Aufstieg aufpassen sollte? Ja, solltest du checken. Eistrolle. Ihr Eisgeister. Aber es sind noch Frostdrachen. Es gibt manchmal Wolfsrudel oder Wölfe habe ich vergessen. Aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Werden wir ja sehen. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein.